Willkommen zu unserem Vortrag als Einführung in den feministischen Zapatismus. Wir wollen euch vorweg einmal sagen, dass wir heute keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit erheben und dass wir aus unseren Perspektiven sprechen. Also, dass wir einerseits nicht objektiv vorzugeben sein wollen und andererseits auch, dass wir viel versuchen, mit den eigenen Worten der Zapatistas zu sprechen. Und bevor wir anfangen, wichtig ist auch zu sagen, unser Vortrag heißt es Einführung in den feministischen Zapatismus, aber nach der Recherche, die wir gemacht haben, müssen wir sagen, die zapatistischen Frauen sehen es als eine zapatistische indigene Frauenkampf oder Frauenbewegung. Weil es wichtig ist zu betonen, einerseits, dass es um indigenen Völker geht und die verschiedenen Forderungen oder Kämpfe, die sie haben, und auch, dass die zapatistischen Frauen ihre Bewegung selbst als einen Frauenkampf oder eine Frauenbewegung für Frauenrechte und so nennen. Und es wird es nicht, dass es auch nicht andere Personen wie Non-Binary oder Transgender sind, sondern dass es die Selbstbezeichnung für ihren Kampf ist. Und sich zu erinnern, dass in unterschiedlichen Territorien nicht immer die gleiche Sprache oder Terminologie für die Sachen benutzt werden. Und zwar hat die zapatistische Bewegung sich zu Beginn der 1980er Jahre in Chiapas im Südosten Mexikos in einer ländlichen Gegend gegründet und ist eine mehrheitlich indigene Bewegung. 1994 ist die zapatistische Bewegung mit ihrer bewaffneten Einheit, das ist der EZLN, und ihren Forderungen an die Öffentlichkeit gegangen. Und diese Forderungen beinhalteten damals, aber auch heute noch, vor allem antikapitalistische und antineoliberale Ideen, ein Ende der Ausbeutung der natürlichen Ressourcen und der Umwelt und verbesserte Lebensbedingungen für die indigenen und verarmten Bauern und Bäuerinnen, sowie viele weitere globale wie lokale Gerechtigkeitsbestrebungen. Seit 1994 sind die zapatistischen Gemeinden in einer de facto Autonomie. Nochmal die Folie davor, da, bitte. Ja, genau. Seit 1994 befinden sich also die Zapatistas in einer de facto Autonomie. Das heißt, sie haben ein selbstverwaltetes System aufgebaut, was das Soziale, die Gesundheit, Bildung, die Landwirtschaft und letztlich die politische Selbstverwaltung umfasst. Und Bestandteil der Autonomie und des ganzen zapatistischen Kampfes sind feministische bzw. Frauenforderungen. Und diese starke Frauenrechtsbewegung wollen wir euch eben heute vorstellen. Ich habe ja gerade erklärt, dass 1994 die Zapatistas an die Öffentlichkeit getreten sind und ihre seitdem ihre eigene selbstverwaltete Autonomie aufgebaut haben. Und sie haben aber noch 1993, also vor ihrem öffentlichen Aufstand, ein La Ley Revolucionaria de las Mujeres, das revolutionäre Frauengesetz, veröffentlicht. Und um das so ein bisschen zu verstehen, ist der Kontext und irgendwie die Situation vor 1993 wichtig. Und zwar dominierten in den ländlichen und indigenen Gemeinden und damit auch in den zapatistischen Gemeinden Geschlechterverhältnisse, die die Frauen ganz klar unterdrückten, sodass Frauen einerseits von politischer Organisierung ausgeschlossen wurden und beispielsweise auch kein Land besitzen konnten. Und andererseits waren sie für reproduktive Arbeit zuständig, erledigten also die Kindererziehung und die Hausarbeit. Und waren daneben vor allem auch physischer und psychischer Gewalt auch in den Familien ausgesetzt und von den Ehepartnern. Und dabei ist wichtig zu sagen, dass die Situation der indigenen zapatistischen Frauen und der ganzen Gemeinden eine sehr besondere und spezifische ist, da nämlich die indigene Bevölkerung in Mexiko seit der Kolonialisierung rassistisch unterdrückt wird
und wurde und ermordet wird und vertrieben. Und unter diesen Umständen sind patriarchale, gewaltvolle Geschlechterverhältnisse besonders prekär geworden und haben sich sehr stark entwickelt, sodass die Frauen in den zapatistischen Gemeinden einerseits aus rassistischen und sexistischen Gründen vom Staat ausgegrenzt und ja, ihnen das Recht auf Gesundheit, Ernährung, politische Teilhabe und Bildung, geschweige denn Gleichberechtigung mit nicht-indigenen Männern, entzogen wurde. Und währenddessen haben sie aber auch die Benachteiligung in ihren eigenen Gemeinden und ihren eigenen Familien erlebt und waren letztlich auch dem politischen Ausschluss ausgesetzt. Genau deshalb manifestierte die zapatistische Bewegung dann 1993 das Ley Revolucionaria de las Mujeres. Und dieses beinhaltete unter anderem, dass Frauen sich an jedem Prozess der revolutionären politischen Organisation beteiligen, dass sie selbstbestimmt heiraten, Kinder oder keine Kinder bekommen können. Das Gesetz beinhaltet das Recht auf Bildung, das Recht auf ein Leben ohne Gewalt, auch innerhalb der Partnerschaften. Und dass Frauen und Kinder das Recht haben auf den Zugang zu Ernährung und Gesundheit und Bildung. Und dass Frauen auch das Recht haben, in den militärischen Einheiten des Zapatismus, also dem EZLN, teilzunehmen und dort militärische Ränge einzunehmen. Ja, das Gesetz war sowohl zur Zeit seiner Veröffentlichung bahnbrechend, als es auch immer noch Orientierung und Ziel und Inhalt der Kämpfe heute der zapatistischen Frauen ist. Dazu ist auch noch ganz wichtig zu sagen, dass das Ley Revolucionaria de las Mujeres von 1993 seitdem große Auswirkungen überall in Mexiko hatte für viele andere indigene Gemeinden und viele andere indigene Frauen und feministische Kämpfe, sodass diese Politisierung der Frauen als auch ihr Kampf für Gleichberechtigung Inspiration war und seitdem sich Netzwerke gebildet haben von indigenen Frauen überall in Mexiko und ja, sich gemeinsam auf Treffen organisiert wird. Ja, so viel zum Ley Revolucionaria de las Mujeres von mir. Genau, jetzt kommen wir zu den grundsätzlichen Forderungen und Inhalten. Also was macht sie aus? Nachdem Ellie uns gerade diese 10 verschiedenen Regeln vorgestellt hatte, wollte ich mit euch einfach so allgemein über das Konzept der Zapatisten reden in Bezug auf die Frauenrechte. Und wie Ellie schon gesagt hat, es gibt auf jeden Fall 3 Prozesse, die den Kampf beeinflusst hat. Und zwar als erstes die Kolonisierung, wie Ellie schon erwähnt hatte. Und zweitens auch die Eingliederung von Frauen in landwirtschaftlichen Genossenschaften, Gesundheitsprogramme zum Beispiel oder in einige Organisationen, die nicht mit der Regierung zusammenarbeiten. Und der dritte und endgültige Prozess war natürlich die Schaffung des zapatistischen Armee der nationalen Befreiung, OCLSZLN. Genau, die Forderungen dabei waren, wie ich schon gesagt habe, ich werde eher allgemein darüber reden, waren die Ungleichheit von Frauen zu denaturieren. Und dadurch wollten die Denaturierung von Gewalt und Ausgrenzung von Frauen und andere Geschlechterformen beitragen, was auch wichtig zu erwähnen ist. Also es geht nicht nur um Frauen. Und natürlich der Kampf um Land und für Demokratie. Der Aufbau demokratischer Beziehungen finden auch innerhalb der Familie, der Gemeinschaft und der Organisation statt. Und auch diese Sensibilität für was als gesellschaftlich und politisch machbar erscheint. Dabei legen sie Richtlinien des politischen Verhaltens und des Lebensstils fest, die wir später so aufgreifen werden. Und genau, sie kanalisieren diese psychosozialen Faktoren nach außen und in die Öffentlichkeit und natürlich so innerhalb der Struktur an sich. In der Sicht sagen sie ganz klar, dass es um einen Kampf gegen Rassismus, Sexismus und die wirtschaftliche Ausbeutung geht. Und sie sagen auch, dass diese Kämpfe
müssen komplementäre und gleichzeitig sein, stattfinden. Ja? Also wenn man sich ein bisschen so mit den Theorien der Geschlechterforschung kennt, würde man das als intersektionale Feminismus zeichnen, was Class, Race und Gender so kämpft. Genau, und wie Eli euch gesagt hat, mit diesem Hintergrund wollte ich kurz mit euch über den Zapatismus und indigene Frauenbewegung in Mexiko reden. Denn wie Eli meinte, dieses neue Gesetz und was die geschrieben hatte, hat dazu beitragen, dass Frauen mit einem indigenischen Kontext sich berücksichtigt fühlen, überhaupt so innerhalb des Landes. Und das hat auch in diesem Sinne auch die Ausarbeitung von Genderforderungen in anderen Regionen des Kontinents beeinflusst, also auch außerhalb von Mexiko. Was ich voll interessant fand, ist, dass als ich das alles gelesen habe und mich tatsächlich so gefragt habe, was ist dann der Unterschied so zwischen diesem indigenen Feminismus oder Frauenkampf, würde ich eher sagen, der Zapatisten ist und dem Feminismus allgemein, ist die Art und Weise, wie sie kämpfen. Weil bei Feminismus, also bei vielen Feminismen geht es darum, dass man auf die individuellen Rechte der Frauen kämpft, aber bei den Zapatisten ist diese Idee der Gemeinschaft super wichtig. Deswegen wäre der nationale Feminismus die Notwendigkeit des Zugangs zu Rechten zum individuellen Genuss betont, bestehen zapatistische Frauen auf dem kollektiven Genuss dieser Rechte. Die verschiedenen Initiativen, die sie zur Umsetzung ihrer Forderungen vorschlagen, beinhalten, wie ich euch gesagt habe, ein Gemeinschaftskonzept, in dem Rechte kollektiv und nicht individuell verteidigt werden. Dies zeigt sich zum Beispiel in Organisationsformen innerhalb der Bewegung. Diese kollektive Arbeit, die Verteilung von Ressourcen zum Beispiel, Verantwortlichkeiten und Positionen, so innerhalb der Struktur. Genau, deswegen könnten wir über einen Kommunitarismus reden, wo das Allgemeinwohl eine sehr wichtige Rolle spielt innerhalb dieser individualisierten Vorstellung. So. Genau, und jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt. Genau, die Frauen in der politischen zapatistischen Organisation. Aha. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie sich Frauen in der zapatistischen Bewegung beteiligen können. Und es ist einmal beim Militär und bei den Bases de Apoyo oder Grundlagen der Unterstützung, wie man auf Deutsch übersetzen würde. Und genau, einerseits befinden sich im militärischen Bereich Frauen, junge Frauen und Männer, die in vielen Fällen, zum Beispiel im Jugendalter oder nach dem 20. Lebensjahr, in der Organisation eingestiegen sind. Und als Beispiel wollte ich mit euch kurz über die Major Anna Maria reden. Sie trat zum Beispiel im Alter von 14 Jahren ein, als sie erfahren hat, dass es eine bewaffnete Organisation in Mexiko gibt, war sie komplett vom Anfang an am Start mit ihrem Bruder. Und sie dachte sich, und ich fand das voll cool, weil sie sagt so wie, ich habe gehört, dass andere Menschen Waffen hatten und ich habe mich dann gefragt, so, ja, warum die das machen und ich will auch selbst die Waffen besitzen und auch um meine Rechte zu kämpfen. Genau, und niemand von der Familie wusste was davon, obwohl der Bruder auch drinnen war. Und dort lernten sie tatsächlich Spanisch sprechen und schreiben und später lernten sie Kampftechniken und Politik, weil es auch wichtig ist, auch ein wichtiger Teil der Organisation, dass man mit anderen Menschen spricht und dadurch diesen Kampf zu erklären. Genau, dann zu den Militärfrauen ist es noch wichtig zu sagen, dass es vier verschiedene Kategorien gibt. Zum Beispiel, wir haben die, wie Sari Borjusalio erklärte, ich sage euch allen Zitaten, die Insurgentes oder Aufrührerinnen, die sich dem ganz gewidmet. Diese Frauen haben keine Kinder zum Beispiel und wurden, wie Eli schon erwähnt hatte, in allen Bildungsbereichen ausgebildet. Und die Aufrührerinnen sind auch zudem durch die EZLN für die Kommunikation mit der Öffentlichkeit zuständig. Genau das einerseits. Dann haben wir andererseits die Milizfrauen. Die können in bestimmten Jahreszeiten die zapatistische Lager besuchen, aber sie kümmern sich noch um ihre Familie
und können selbst Kinder bekommen. Genau, innerhalb dieser Struktur haben wir auch einerseits die Capitanas, Tenientes, Kapitäninnen und die Oberleutnants. Oh mein Gott, diese militärischen Begriffe, die ich erst heute erfahren habe. Nee, nee. Genau, aber da befinden sich, befehligen auf jeden Fall Männer und Frauen in der Organisation. Und viele von diesen Frauen hatten zum Beispiel einen sehr großen Einfluss am 1. Januar 1994, als alles angefangen hatte oder als alles so stabilisiert wurde. Genau, und dann als letztes haben wir die Rolle der Kommandantas, die auch ist auch von grundlegender Bedeutung. Sie sind ein Teil des CCRI. Das ist sozusagen die große, die wichtigste Instanz, wo die wichtigsten Entscheidungen der Gemeinschaft getroffen werden. Und wie gesagt, die entscheiden in Absprache mit den Völkern, wie die Bewegung an sich vorangetrieben wird. Und sie haben ein tiefes Verständnis dafür, wie Menschen angesprochen und mobilisiert werden sollen. Ja, das war einerseits, was alles so über die militären Frauen angeht. Und jetzt kommen wir zu den Basis de Apoyo oder diese Grundlagen der Unterstützung. Dieser Form der Unterstützung wird auch als eine Form des Kampfes beschrieben, in dem um die Kollektivität zur Wohle der Gemeinschaft so im Vordergrund steht. Und dabei handelt es sich um genossenschaftliche Geschäfte, zum Beispiel die Tierproduktion oder Handwerkgenossenschaften. Genau, sie versorgen die Kämpferinnen mit Nahrung und beteiligen sich auch in der Regel in diesen Generalversammlungen und lehnen natürlich ihre Art von staatlicher Hilfe ab, die sich von ihren Idealen trennt. Genau. Und zuletzt, um diesen Punkt zu beenden, habe ich mich auch gefragt, so wie, okay, und dann, wie ist das Verhältnis zwischen Männern und Frauen innerhalb der separatistischen Armee? Und ich habe ein Interview gefunden von der Kapitänin Elisa im Jahr 1994. Und ich wollte euch kurz dann einfach vorlesen, was sie gesagt hatte. Und zwar, in der zapatistischen Armee verstehen sich Männer und Frauen gut. Da gibt es Demokratie, da gibt es Gerechtigkeit, da gibt es alles. Naja, alles, was es gibt. Dort leben wir mit den Männern zusammen und wir machen den gleichen Job. Frauen können auch alle Arbeiten machen. Sie können auch eine Führungsposition haben. Sie können auch genauso leiten wie Männer. Deshalb kämpfen wir dafür, dass auch Frauen die Möglichkeit haben, alle diese Arbeiten zu machen. Sie sagt auch, dass als Bäuerinnen, werden sie nicht von der Regierung anerkannt, da Frauen immer unter den Männern stehen und der Mann ist in der Regel der Chef. Aber jetzt sieht die Gemeinschaft, dass das nicht so ist und sie sagt so wortwörtlich, dass die Regierung, was die Regierung sagt, nicht wahr ist. Daher, um das Ganze so ein bisschen allgemein zu fassen, was die Kapitänin gesagt hatte, ist, dass die allgemeine Botschaft von denen ist, dass indigene Frauen kämpfen, um diese tiefgreifende Veränderungen zu schaffen, aber nicht nur als indigene und arme Frauen oder Frauen aus ärmeren Verhältnissen, sondern auch, sie betonen auch diesen Aspekt so als Frauen. Genau. Und das wäre zu meinem Punkt, alles zu meinem Punkt gewesen. Ja, dann werde ich weitermachen. Und ich werde euch über die Entwicklung des Kampfes und die aktuelle Situation erzählen. Mir ist wichtig, euch zu sagen, dass ich werde euch nicht von Statistiken erzählen, ich werde euch nicht von ausländischen Berichten, von Organisationen was sagen oder noch von der Hausarbeiten, die geschrieben wurden, sondern ich werde euch weiterleiten, was die Frauen, die sabbatistischen, die jüdischen Frauen über ihre Leben berichten. Ich sah, dass dort, wo ich vorher nur sterben konnte, weil ich indigen war, weil ich arm war, weil ich eine Frau war, wir kollektiv eine andere Art zu leben aufbauen. Freiheit, unsere Freiheit. Und ich habe gesehen, dass dort, wo wir früher nur das Haus und die Felder hatten, wir jetzt Schulen, Kliniken, kollektive Arbeit haben, wo wir als Frauen Geräte verwalten und den Kampf führen.
wenn auch mit Fehlern, aber wir machen Fortschritte, ohne dass uns jemand sagt, wie wir es machen sollen, außer wir selbst. Und jetzt sehe ich, dass wir Fortschritte gemacht haben, wenn auch nur ein bisschen, aber immer etwas. Das war ein Teil von einer Rede, die bei der ersten internationalen Treffen von Frauen von einer Frau, die kollektiv für verschiedene Frauen gesprochen hat, gesagt wurde. Und dazu über den Treffen werde ich später noch was sagen. Aber man kann sagen, dass die Geschlechtergleichstellung existiert noch nicht in den sabbatistischen Gebieten. Zum Beispiel sind die meisten öffentlichen Sprecher Männer und die bekannten Anführer von den Organisationen sind meistens Männer. Und dann Kommandante Ramona oder Ersten sind oft in den Medien aufgefallen. Aber die Sabbatistas haben große Fortschritte geschafft. 2003, als die erste Junta de Buen Gobierno gegründet wurde, waren alle Mitglieder Männer. 2004 wurde es bestimmt, dass Frauen beitreten könnten. Und mittlerweile haben sie es geschafft, innerhalb der Gemeinden alle organisatorischen Räume zu besetzen, die Paz euch schon vorher erzählt hat. Zum Beispiel bei diesen Unterstützungsgrundlagen als Anführerinnen von Sonne und als Autorität von der Regierung und Kommandantinnen. Mit dieser Besetzung von diesen Räumen haben sie auch geschafft, Projekte und Forderungen der Gemeinschaften zum Ausdruck zu bringen und auch Aufbau von eigenen Foren, zum Beispiel Frauengruppen. Wichtig ist zu sagen, dass, wie die Zapatistas selbst sehen, im Vergleich zu Mexiko, wo sie jeden Tag 10 Frauen ermordet werden, werden in ihren Gebieten keine Frauen ermordet, es gibt keine Feminizide und keine verschwundenen Frauen. Wieso? Was die sagen in Interviews und bei Reden, ist, weil die Frauen sich selbst organisieren. Und einer dieser großen Fortschritte für die Frauen ist die Selbstorganisation. Die sabbatistischen Frauen sprechen immer wieder über die Wichtigkeit davon. Und für sie bedeutet diese Selbstorganisation Freiheit. Es gibt Frauen, die in Los Caracoles mittlerweile geboren sind und groß geworden sind, und sie haben gelernt von der Freiheit dieser Selbstorganisation und haben es auch ein bisschen als Erben von den Frauen, die davor gekommen sind, genommen. Weil 2008 oder Ende 2007, Anfang 2008, gab die erste Treffen von Frauen, sabbatistische Frauen, um diese Wichtigkeit der Selbstorganisation nochmal zu betonen. Und da haben einerseits die ältere Frauen gesprochen, wie es damals war, vor 1994 und was jetzt damals 2008, was für jetzt gerade für sie wichtig war, was sich verändert hat. Und sie haben betont, dass sie waren nicht mehr gezwungen, geheiratet zu werden mit jemandem, den sie nicht kannten, dass bevor überhaupt diese Bewegung gestanden ist mit den Sabbatistas, sie unter Druck und nicht nur von los Caciques, von die Leute, die dem Gebiete gehört haben, sondern auch selbst von ihren Eltern, von ihren Geschwistern, von ihren Brüdern erlebt haben. So, Frau geworden zu werden, waren für sie, bedeutete schon von Anfang an, dass sie minderwertig waren. Selbst bei einer Geburt hatte eine Hebamme meistens weniger Geld als Einzahlung gefordert, wenn es eine Frau war. Und für sie, obwohl es noch, sie selbst sagen, dass es noch viel noch verändert sein muss, gibt es schon viele Fortschritte, weil alle diese Sachen, die vor 1994 passierten, sind nicht mehr da in Los Caracoles, in den Gebieten, wo sie wohnen. Und nicht nur das, sondern die Frauen selbst zum Beispiel sind Vorderinnen von Gesundheit und von Bildung. Und haben es geschafft, dass die Frühgeburten oder zum Beispiel, dass der Krebs von den Uterus. Oh, ich glaube, Anita hat gerade technische Probleme.
Bei mir hängt es auch gerade. Ja, ich glaube bei uns allen. Ich schreibe ihr mal kurz und würde sagen, wir gedulden uns einfach eine Minute. Ich habe eine Frage gerade im Chat geantwortet. Also. Oder falls ihr Fragen bis dahin habt, könnten wir auch die Gelegenheit ausnutzen, um ein paar Fragen zu stellen. Anita hat mir auf jeden Fall gerade geschrieben, dass wir 2 Minuten warten sollen. Die haben wir ja bestimmt. Vielleicht holt sich auch irgendwer noch ein Glas Wasser oder Eiswürfel oder Bier oder was auch immer ihr gerade habt. Du bist stumm geschaltet, aber du bist auf jeden Fall wieder da, Anita. Hi, sorry. Ich hatte ein Problem mit meinem Internet kurz. Könntest du kurz versuchen, wieder die... nicht mehr den PowerPoint teilen. Ich kann das machen. Ich mache das. Aber ich mache weiter, wo ich geblieben bin. Einfach. Zum Beispiel, das sind 2 Gebiete, wo die ältere Frauen, die vor 1994 das Leben erlebt haben, sagen, dass sich was Großes verändert hat: Bildung und Gesundheit, weil einfach Frauen selbst dazu zuständig sind, Bildung an jüngere Frauen zu leiten. Die bilden sich 4-mal im Jahr aus, so dass sie andere Frauen weiterbilden können. Dankeschön. Passt. Und auch zum Beispiel haben sich verschiedene Kollektivos gewinnen, zum Beispiel ein Kollektiv von Frauen, die früher für ihre handwerkliche Sachen traditionell handwerklichen viel weniger bekommen haben. Die haben sich selbst organisiert und mittlerweile können dann viel mehr nicht nur für ihre Sachen bekommen, weil sie früher einfach von anderen Händlern weniger Geld bezahlt würden, weil die indigenische Frauen waren, sondern Sachen kaufen können für ihre Kollektivo, das besser verwalten. Und wie Paz auch gesagt hat, gibt es andere Kollektivos von Frauen, die zum Beispiel bei der Agrikultur oder der Landwirtschaft sich organisiert haben.
Aber was ich persönlich, was ich gelesen habe von diesem Treffen, was berichtet wurde von den Frauen als die größte der Fortschritte, war, dass die Frauen gesagt haben, sie wissen jetzt, dass sie Rechte haben und sie wissen, dass sie ein Wert haben, dass sie sich durchsetzen können und was sie früher sich nicht getraut zu haben, zu sprechen, in die Organisationen beizutreten, den Mikro zu nehmen und vor einem Publikum zu reden, haben sie sich durch diese Bewegung und durch diese Lady Las Mujeres und durch diese Selbstorganisation, von einer von Frauen oder von sich selbst gelernt, wie sie sich durchsetzen können. Und ich denke, wie ich das von ihren Berichten gelesen habe, ist für den diese Selbstentwicklung einer der größten Fortschritte. Und 10 Jahre später, von diesen ersten Frauentreffen, sabbatistische Frauentreffen, kam das nächste Treffen, wichtigste Treffen, die oft gehört wird. Passt ganz zu die nächste Folie machen. Und das ist das erste, el primer encuentro político, cultural, deportista, artístico, internacional de mujeres que luchan. Sozusagen das erste internationale Treffen von Frauen, die kämpfen. Und das ist 2018, hat stattgefunden, von 8. bis 10. März. Ich kann auch nicht wirklich sagen, wie viele Leute teilgenommen haben, weil unterschiedliche Berichte, selbst von Zapatistas und anderen Organisationen, sagen manchmal 5.000 Frauen aus der ganzen Welt waren da, andere sagen 6.000 bis zu 8.000 Frauen. Das Wichtige für dieses Treffen war, dass es nur Frauen rein durften. Und las Insurgentas und las Milicianas haben immer sozusagen das Ort, wo sie sich für die 4 Tage getroffen, immer sozusagen das Ort geschützt und immer aufgepasst, dass keine Männer reingehen dürften. Und ich kann euch nicht alles erzählen, was in diesem Treffen passiert ist, aber ich kann auch ein bisschen von den Anfang und Änderungen von Las Zapatistas erzählen. Und ich denke, eine Sache, die ich persönlich sehr wichtig fand, war, dass am Anfang in dem Willkommensrede haben sie gesagt, falls es gefragt wird, ob die Frauen zu einem Akkord gekommen sind, zu einem gemeinsamen Ziel, war es, dass die entscheiden zu leben und weil für sie leben bedeutet kämpfen, dass jeder für sich entscheidet zu kämpfen nach ihrer Art, ihrer Ort und ihrer Zeit. Und am Ende von diese 4 Tagen haben die sabbatistischen Frauen gesagt, selbst dass sie wissen nicht, ob diese erste internationalen Treffen überhaupt gut oder schlecht rausgekommen ist, dass es gab Kritik und Lob und dass die haben einfach oder Forderungen oder bieten an die Frauen, die jetzt gehen. Und einerseits zu besprechen in ihren Kollektiven, in ihren Welten und zu forschen und zu analysieren und zu diskutieren und wenn er es kann, zu benennen, wer oder was die Personen oder die Mächte sind, die für den Unterdrückung von den Frauen zuständig sind oder die Verantwortung dafür haben. Und das andere, sozusagen bitte an die Frauen war, dass sie die Entscheidung treffen zusammen, dass sie sich nochmal nächstes Jahr treffen für ein zweites internationales Treffen von Frauen. Nicht nur dann in die zapatistischen Gebiete, sondern in den Welten von den Frauen, die zu denen gekommen sind. Aber bevor das standen sind, bevor die Zapatistas dann Frauen in anderen Gebieten treffen konnten, gab es ein zweites Treffen, internationales Treffen, und das war für ein spezifisches Thema. Und das war Feminizid und Gewalt an Frauen. Das ist zwischen
der 26. Dezember bis der 29. Dezember 2019 stattgefunden. Und das, es war so aufgebaut, dass die Frauen von der ganzen Welt den Raum und die Zeit hatten, um sozusagen ihre Geschichten von Gewalt zu erzählen und sozusagen eine Denunz an die Personen, an die Männer, die sie Gewalt ausgeübt haben, zu, auszusprechen. Und aus diesem ganzen Prozess kam es raus, drei Bitte an die Frauen wieder. Einmal, dass die Frauen konkrete Forderungen und konkrete Handlungsmuster bauen gegen das Gewalt an Frauen, wie man das, das beziehen kann, dass jede Frau, egal wo sie sich in der Welt befindet, ihr Alter ist, welche Hautfarbe es hat, wenn diese Frau von Gewalt betroffen ist, dass anderen zu ihrem Hilferufe kommen und dass sie eine Art finden, sie zu beschützen, zu unterstützen und zu verteidigen. Und dass alle Gruppen, Kollektiven und Organisationen von Frauen, die kämpfen und die es wollen, machen es so, dass sie sich gemeinsam verschiedenen Arten von Austausch finden, sodass sie gemeinsame Kämpfe entwickeln können. Aus dieses Wunsch zu gemeinsamen Kämpfen und Austausch und Vernetzung wird euch Ellie noch jetzt was euch zeigen. Genau, ich glaube, das wäre dann die letzte Folie. Ja, danke. Ja, wir kommen schon zu unserem letzten Punkt des Vortrags. Und da möchte ich nochmal schauen, was sind Gemeinsamkeiten des Frauenrechtskampfes und des feministischen Kampfes des Zapatismus und was mit den feministischen Kämpfen hier. Und was sind aber vielleicht auch Unterschiede und wie können wir von diesen Unterschieden lernen? Und damit soll, ja, will ich auch einen kleinen Ausblick machen auf die Vernetzungsreise der Zapatistas mit einem feministischen Europa von unten und links. Und ja, dazu lässt sich als erstes sagen, dass Personen, Frauen und wie nicht-binäre Menschen genauso wie hier, als auch in Chiapas, in Mexiko, unterdrückerischen und gewaltvollen Geschlechterrollen ausgesetzt sind in unseren patriarchalen Gesellschaften. Oh, laute Berliner Feuerwehr. Und dass überall die Sorgearbeit ja, auf Frauen und nicht-binäre Menschen geschoben wird und dass das also Gemeinsamkeiten sind und dass wir auch ganz ähnliche Alltagskämpfe führen. Und trotzdem gibt es natürlich auch Unterschiede und einen Unterschied, den können wir auch aus diesem Chat hier entnehmen. Ich hatte ja vorhin kurz gesagt, bei der Pause könntet ihr euch ein Getränk holen und ich hatte auf Alkohol hingewiesen. Und tatsächlich ist eine der Besonderheiten des feministischen und des zapatistischen Kampfes überhaupt und der ganzen Autonomie, dass jegliche Drogen in den zapatistischen Gemeinden verboten sind. Und das hat sowohl eine Bedeutung für diese revolutionäre Autonomie, die nur so möglich ist, als auch für die Situation von den zapatistischen Frauen, die nämlich genau wissen, dass sie in ihren Familien und ihren Gemeinden Gewalt und häuslicher Gewalt ausgesetzt sind, in viel höherem Maße es waren, als Alkohol noch zur täglichen Lebensordnung gehörte. Ja, außerdem erleben die zapatistischen Frauen und die überhaupt die ganze indigene Bevölkerung in Mexiko die schlimmsten Kehrseiten des globalisierten Kapitalismus. Das heißt, die Zerstörung der Natur für den Extraktivismus, durch den Extraktivismus, daher rührende Vertreibungen von fruchtbaren Böden, die die Lebensgrundlage darstellen, und multiple Gewalt, also von Seiten des Staates,
aber auch von den Großgrundbesitzenden und den paramilitärischen Organisationen. Und hinter all dem steckt letztlich der tiefsitzende, strukturelle und direkte Rassismus, den indigene Gruppen ausgesetzt sind. Deswegen ist es uns auch wichtig, hier zu sagen, dass indigene Frauenbewegungen sich seit Jahrhunderten einsetzen für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit und letztlich die Bewahrung der Umwelt oder der Pachamama, wie manche sagen würden. Dazu ist auch noch hinzuzufügen, dass die letztlich die Ausbeutung von Frauen und nicht binären Menschen sich verschiebt und auslagert, also zum Beispiel hier in Deutschland auf migrantisierte Frauen oder aber auch insgesamt auf Frauen im globalen Süden. Und wie Pass vorhin erklärt hat, handelt es sich um einen, man könnte sagen, intersektionalen Kampf. Und in den Worten des Zapatistas könnte man sagen, dass letztlich alle Gewalt- und Unterdrückungsformen aus diesem einen großen System kommen und das ist ein kapitalistisches System und das müsse sich ändern. Sie sagen also, dass nicht erst an einem Tag oder als erstes gegen Sexismus gekämpft werden kann und danach gegen das schlechte Bildungssystem und später gegen Polizeigewalt, sondern dass es sich insgesamt um einen ganzen großen Kampf für ein besseres und anderes Leben handeln muss. Und dass bei Ihnen dieser Kampf aus Selbstorganisation besteht und nur so umgesetzt werden kann. Ja, deswegen wollen wir hier, also aufgrund der Unterschiede und Gemeinsamkeiten, wollen wir hier auch nochmal auf den Respekt schauen und auf den gegenseitigen Respekt, auch als Vorbereitung auf diese Vernetzungsreise. Also irgendwie uns überlegen, was kann es auch für ein Bewusstsein geben, welches Bewusstsein brauchen wir für Respekt und Respekt vor verschiedenen Lebensweisen und auch unterschiedlichen Alltagskämpfen, die wir führen. Sodass wir zum Beispiel nicht erwarten können, dass Sprache überall gleich genutzt oder überall gleich bewertet wird. Und ja, in all dem möchten wir am Ende nochmal darauf schauen, warum kommen die Zapatistas eigentlich her? Was können wir eventuell als Inspiration von ihnen mitnehmen? Aber was können wir auch gemeinsam, also wechselseitig von unseren Kämpfen, Alltagskämpfen, großen Zielen und Lebensrealitäten lernen? Ja, letztlich wollen sie schließlich Kämpfe vernetzen und einen Dialog herstellen mit der ganzen Welt und auch einem feministischen Europa oder ein feministisches Marburg oder Berlin oder wo auch immer ihr gerade seid, von unten und von links. Una leyenda famosa de un pueblito partidista. Tenían chivos y vacas, ordenado sus riquezas. De repente aparece la hidra sin llena de...